So, lieber Toni, wir stehen da jetzt auf dem großen leeren Parkplatz vom Tirol Panorama und gehen zu einem deiner liebsten Lieblingsplätze. Wohin? Wir gehen jetzt da rein in die Silschlucht und da gibt es schon einige Lieblingsplätze, je nachdem, wo ich gerade die Fisch finde. Aber die Silschlucht an sich ist wirklich mein Lieblingsplatz und da gibt es ja diese Aussichtsplattform da drinnen, wo man einen tollen Überblick hat und so ein bisschen schwebt und das mag ich sowieso. Perfekt. Ja. Dann gehen wir. Auf Gehen geht's. wir. Ja, Toni, da bei Gisel herum bist du das ein oder andere Mal gewesen in deinem Leben bisher, gell? War ich, ja. Warum ausgerechnet die Silschlucht? Was hat die Magisches, dass das dein Lieblingsplatz ist? Zum so wissen, ich bin ein Fliegenfischer, schon ein Leben lang faktisch. Und die Silschlucht, die da direkt da unten beim Bierstindl quasi beginnt, ist eine ganz urige Schlucht, die man nicht glaubt, dass das neben einer Alpenmetropole ist. Die Autobahn verschwindet aus dem Blickfeld. Akustisch ist ja plötzlich der Lärm weg. Man hört die Sil rauschen und ich tauche in eine Naturwelt ein, die mir wahnsinnig taugt. Und wenn wir da unseren Blick nach oben schwenken, auf die Schanze, welche Gedanken und Gefühle schießen dir da durch Kopf und Herz? Dass sie früher anders ausgeschaut hat. Früher war sie so klein, dass man sie von da gar nicht gesehen hätte über den Bäumen. Die ist also viermal umgebaut worden. Und jetzt diese neue, moderne Schanze, habe ich natürlich viele Verbindungen, sportlich etc. Tourneesieger, die da Schlierenzahn, Morgenstern, Leutzl, Kraft, wie sie alle heißen, die Österreicher. Aber auch dieses Gefühl, dass das genau architektonisch etwas weltweit auch Einzigartiges ist. Nicht nur irgendeine Sprungschanze, sondern ich finde sie einfach wahnsinnig schön. Was macht Innsbruck so attraktiv? Was würdest du da sagen? Ich glaube, gerade so Plätze wie hier. Du hast den Blick auf die große Welt in Form von einer Sprungschanze, die hinaus transportiert Bilder in alle Welt. Du hast die Stadt unmittelbar in Greifweite neben dir und du hast dort unten die Silschlucht, die einfach auch ein Naturjuwel ist und wo es noch Eigenaufkommen an Bachforellen beispielsweise, kleiner Hinweis auf die 12 Tiroler, gibt. Können wir gleich noch drauf? Ja. Und das ist diese Nähe und diese Mischung aus Kultur, Freizeitwert, interessanten Leuten, Innsbrucker an sich und auch gemischt mit den Studenten, mit den Touristen, ergibt schon eine Gemengelage, die ist etwas Besonderes. Da stimme ich dazu. Und apropos Bachforelle, du hast gerade angesprochen, dein aktuelles Buch, die 12 Tiroler, Bewegung von den Tieren lernen. Zum Abschluss machen wir zwar jetzt auch Übung, deine Lieblingsübung. Aber da nicht die Bachforelle, weil der Das Boden wird ist schon ein schwierig, gell? bisschen Die schwierig. liegt nämlich normal am Boden, aber zum Beispiel. Kreuzspinne könnte man machen. Lieblingsplatz, Lieblingsübung.